Hallo und herzlich willkommen, ja, zu der ersten Spieltaganalyse, die wir uns überlegt haben. Wir spielen erstmal hier Dortmund gegen Bayern, ja, mit den neuen Mannschaften. Das heißt, Götze spielt bei Bayern und Aubameyang bei Dortmund. Haben wir uns überlegt. Und wir werden heute über die einzelnen Spiele reden, haben wir uns überlegt. Machen wir das jetzt jeden Montag. Ich muss vielleicht umstellen, Moment. Ja. Ich spiele natürlich Dortmund, das sind Bayern nicht. Ja, das war's, genau. Weil ich ihn eingeladen habe. Ja. Das ist eine Götze. So. Und zwar... Ach, Mann, mit Aubameyang schießen. Ich mit Dante. Dante ist schon ein geiler Typ. Aber mich hat noch nicht... mich hat, sagen wir mal, eine Mannschaft überzeugt in der Liga. Gladbach. Ja. Mich auch. Also kein Dortmund nicht, kein Bayern nicht. Weil 1-0 war ein bisschen wenig und das war eher noch glücklich. Dortmund hat sich sehr schwer getan gegen Braunschweig und ja, am ersten Spieltag zwar 4-0, aber das Ergebnis ist deutlich höher ausgefallen, als es letztendlich war. Und ja, Gladbach hatte zwar am ersten Spieltag verloren 3-1, aber die haben, selbst in Bayern hatten die, ich glaube, 11 Torschüsse oder so. So ja, viel die musst du erstmal haben. Erstmal das und ich glaube, so viel letzte Saison hatte nur Dortmund in Bayern. Das ist schon... ja, also sagen wir mal so, das ist schon ja, eine Leistung wert. Und hat mich auch positiv überrascht. Dann gestern noch da 3-0 von Gladbach hat mich auch, aber das heißt nicht überrascht so, die haben gut gespielt. Also da war wenigstens mal Zug nach vorne, besser wie Dortmund und Bayern. Bayern war ja auch relativ langweilig, das Spiel. Ja, das stimmt. Ja, und Dortmund auch. Ich bin sogar bei Dortmund eingeschlafen. Ja, Dortmund, also ich habe gedacht, so ah, schön Sonntagabendspiel ist ja eigentlich mal, weil normalerweise sind die Sonntagsspiele immer langweilig. Aber dann denke ich mal, ja, Dortmund spielt mal Sonntag, weißt du, da kann ja mal was gegen Braunschweig und dann wird das da so ein Grottenkick, sag ich mal. Und war eher, ja. Bremen-Augsburg hat mich nicht überrascht eigentlich. Aber jetzt hier Bremen zwei Siege, da sagen sie alle, ja, Bremen, werden mit dem Abstieg nichts zu tun haben, so werden sie, glaube ich, meines Erachtens nicht, aber ich glaube, die werden die nächsten Spiele deutlich. Schönes Tor. Der Robert Lewandowski. Ja. Aber Bremen-Augsburg. Ja. Hast du Konferenz gesehen? Konferenz hast du gesehen, ne? Also alle Spiele. Ja, so halb. Also im Hintergrund so. Bremen hat zwar gut gespielt, aber ich fand Bremen. Ich meine, die Torschüsse waren 20-5 für Augsburg. Und dann in Bremen. Also ich denke mal, Bremen, die werden auch niemals was mit dem internationalen Platz zu tun haben. Die werden die nächsten Spiele auch deutlich so zu, ja, zu tun bekommen. Nee, allein jetzt schon nächste Woche Freitag. In Dortmund. In Dortmund. Ja. Also ich finde Bremen nicht so gut, so wie sie jetzt im Moment auf der Tabelle sind. Und ja, Augsburg, es hat natürlich wieder mal gekämpft, aber wieder mal wieder nichts geholt. Kommt sogar dran. Ich hab gedacht, echt, der geht über Lewandowski. Ah ja, ist genau. Weil er so komisch aussah. Stuttgart-Leverkusen war auch eigentlich nicht so ein klasse Spiel. Na, Stuttgart hat auch noch nicht so. Ach, Lewandowski. Leverkusen hat auch noch nicht so überzeugt. Jetzt will ich Lewandowski sagen. Setz dich doch mal durch da. Ja, ich hab gefault. Ja, finde ich auch. Also Stuttgart war Leverkusen dann natürlich noch durch ein Eigentor gewonnen. Ja, von Ex-Leverkusen, ne? Ja, vom Schwab, jawoll. Steht da auf Fresse. Dürfen 20, keine Ahnung, wer das ist. Ach du Scheiße. Ja, war die... Junge! Weinfeller, ey. Aber war der Sokrates? Bin mir jetzt gar nicht sicher. Ja, 25 Sokrates. Oh, Götze gegen seinen Ex-Club. Der Weinfeller. Ah, Dante? Genau, ja, ich hört doch mal auf jetzt zu faulen, ey. Seid ihr eigentlich alle gerade richtig behindert oder was? Schweinsteiger also beste Kraft, also, okay. Ah, okay. Ja, Stuttgart fand ich aber auch, die haben eine ganz neue Mannschaft. Ich denke mir, die werden eh stärker werden, aber Leverkusen, habe ich gedacht, das wird ein bisschen besser.
Jetzt muss Leverkusen nach zu Hause gegen Gladbach. Leverkusen, das wird ein schönes Spiel werden, glaube ich. Da denke ich mal, ist Gladbach für mich sogar der Favorit. Oh. Also zumindest, also ja, sagen wir mal so, es gibt keinen Favoriten. Ausgeglichen, würde ich sagen. Also da war ja auch dann sauber der Ribéry. Ja, das war wiederum schlecht. Wieder verteidigen, ne? Der Götze. Warum köpft man nach innen, Alter? Ja, das stimmt. Lernt man, das habe ich sogar gelernt, als ich damals Fußball gespielt habe. Immer nach außen. Genauso wie schießen. Niemals in der Mitte. Ja, aber bei dem Spiel wissen die jetzt natürlich nicht, weil das sind ja Topstars und warum sollen die sowas wissen, Alter? Boah, Himmels, ey. Ah, schade. Dann noch ein Spiel, ja. Gladbach Hannover hast du nicht gesehen, oder? Doch. Doch? Ja. Ganz? Ja. Also da muss ich sagen, also Gladbach ist die, ja, was heißt auch überrascht, überrascht schon. Also mit natürlich Raphael und Kruse gute Einkäufe gemacht. So, der Karre. Aber abgefälscht. Aber Gladbach hat unglaublich gut gespielt. Also 3-0 ja. War definitiv verdient und denke ich mal, die werden auf jeden Fall Europa League schaffen. Also wenn sie so weiterspielen natürlich, war jetzt erst der zweite Spieltag, aber ich denke mal. Ja, Alaba, da kannst du auch mal. Schade. Ja, denke ich aber auch mal, wenn die sich das so halten können. Ja. Oh, Traum. Komm, Robben. Du Lutscher. Du Lutscher. Oh, ja, schwächere Rechter. Dann Frankfurt-Bayern. Ja, Bayern war ja auch nicht so dead. Also da war 90. Minute. Vielleicht sogar 11 Meter für Frankfurt. Ich habe die Szene nicht genau gesehen. Aber der hat mit dem Knie geschossen. Also, weil er hat ja vielleicht eher keinen Foul. Aber da wurde ja auch ein Tor nicht gegeben, was eigentlich ein ganz normales Tor war von Frankfurt. Mhm. Also hätte Bayern vielleicht schon den ersten Punktverlust fast hinnehmen müssen. Für mich wäre das auch, ja, ich habe natürlich Konferenz, siehst du die ganzen Spiele halt nicht mal ganz, aber eher verdient gewesen. Scheiße. Was macht ihr da? Ma, wollte ich gerade mal innen ziehen. Wo war ich, ja, kommen wir direkt mal zu Braunschweig-Dortmund. Da fand ich ja den Schai, ne? Ich finde den ja so schlecht, ne? Also da war der schlechteste auf, ja, mit Schmelzer. War der schlechteste auf dem Platz, also Schai. Ja. Also da würde ich eher den, also für 6 würde ich eher den Gündogan spielen lassen, auf jeden Fall. Also der Schein hat mir gar nicht gefallen. Ja, das ist ja verletzt, ne? Ja, Gündogan ist verletzt, noch 2 Wochen oder so, das nächste Spiel. Ja, dann würde ich lieber Kehl spielen lassen, ne? Ja, eher den als, also Schein, das ging gar nicht heute. So viele Fehlpässe als Sechser. Ich glaube, der hat mehr Fehlpässe gespielt, als die Pässe, die angekommen sind. Also Mkhitaryan hat auch viele Fehlpässe gemacht. Na, aber bei dem ist dann okay. Er war ja auch noch verletzt vorher in der Zeit. Aber Dortmund hat relativ langsam gespielt. Aber wohl komischerweise, als der Reus reinkam, ab da ging es. Ah, wie immer. Also der Reus, der hat dann doch schon mal getan. Aber so, okay, Aubameyang war natürlich immer schnell und so. Aber nicht irgendwie so krasse Pässe so in der Tiefe und so. Das war alles ein bisschen sehr langsam. Ja, das ist halt noch nicht gewöhnt, dass die Gegner sich hinten reinstellen gegen Dortmund. Obwohl, die haben ja echt krass gemacht, Braunschweig, gell? Haben wir das aber gut gemacht. Ja. Also manche Mannschaften, die machen das deutlich schlechter. Die dann 5-6 Dinger reinbekommen. Da war ja Dortmund dann doch eher, beziehungsweise Braunschweig war ja dann doch noch, ja, gute Leistung, würde ich sagen. Und dann dieses Abpassen, ach, Abpfeifen. 12-9. 3-2. Oh. Ja, dann das langweiligste Spiel fand ich, okay, obwohl, ja, über das Spiel hier Nürnberg und Hertha haben wir beide nicht gesehen. Vorhin, also wir haben jetzt gerade noch Sonntag. Das Spiel haben wir gar nicht gesehen, nur dass es 2-2 ausgegangen ist und das für mich eigentlich klar war, dass Hertha nicht nochmal 6-1 gewinnt. Ja. Also das war ja dann, weil das ist ein Aufsteiger und ja okay, 6-1, ersten Spieltag ist schon krass, aber schade.
Aber ja, Nürnberg finde ich auch so eine Mannschaft, so die spielt jeden, eigentlich jede Saison gegen den Abstieg, aber die versuchen immer, beziehungsweise die wissen immer, wie die spielen müssen. Die kämpfen von Anfang an, vom ersten Spiel. Fuck. Scheiße. Vom ersten Spieltag an kämpfen die einfach und versuchen einfach immer irgendwelche Punkte mitzunehmen. Also die, denke ich mal, sind auch unabsteigbar fast. Es sei denn mal wirklich, die verlieren mal ein paar Spiele hintereinander, ein paar viele. Was machst du, Müller? Götze, meine ich. Ich wollte eigentlich grätschen, fuck, ey. Ja, über eins haben wir noch nicht geredet, ne? Über zwei, über drei. Ja, Wolfsburg-Schalke ist ja dann... Wolfsburg war aber nicht schlecht. Wolfsburg hat gut gespielt, aber ich meine, das war 4-0, ist auch ein bisschen deutlich. Schalke hat noch natürlich Pfosten getroffen. Und ich meine, okay, Wolfsburg hatte natürlich auch noch eine Chance, um mehr Tore hätten machen zu können. Aber Wolfsburg hatte auch, ich meine, das eine war über den Standard. Ich glaube, drei Tore sind über Standards gefallen. Das ist aber der Neue. Ist halt eher vom Spielerischen her, war der dann vielleicht doch ein bisschen wenig von Wolfsburg, aber ich meine 4-0 gegen Schalke. Da kann spielerisch. Gustavo. Direkt bester Mann, fand ich. Ja. Ich finde Gustavo ist auch einer der besten Sechser in Deutschland. Also in der Bundesliga halt. Was macht der da? Da war schon der zweite Mal. War da Tummels oder Subotic? Subotic will nicht so gerade, das war bestimmt. Ah, komm. Ja. Jetzt wollte ich das eigentlich lassen, aber hat er noch übernommen. Ja, Schalke schon Krise. Jetzt natürlich jetzt an der Huntelaar noch 4 Wochen verletzt. Fehlt gegen beide Spiele jetzt. Komm mal, haus in den Marino-Alarm. Schmelzer ist auch gut. Jetzt am Mittwoch natürlich Champions League Quali, fehlt Huntelaar auch noch. Also eigentlich bin ich ja für Deutschland, dass alle Champions League spielen, weißt du? Aber nicht für Schalke. Top. Also das wäre so lustig, wenn wirklich Schalke rausfliegen würde. Ich würde den das auch so gönnen, das ist unfassbar. Allein schon, wie der Draxler am Anfang gesagt hat, wir wollen Meister werden. Oder der Jones. Oder der Draxler hat gesagt, wir wollen wie Spider-Man die Gegner einnetzen und an Dortmund vorbeiziehen und Bayern angreifen. Für den Satz sollten sie absteigen. ohne Scheiß, das geht absolut gar nicht. Ich meine, der Junge ist 19, okay, aber der so von irgendwie so Realitätsgefühl hat er, glaube ich, nicht. Irgendwie, das ist bei der Geburt runtergefallen bei dem oder so, keine Ahnung. Ja, typisch. Wir wollen Schalke. Bayern angreifen. Ach du Scheiße. Weißt du, mit Neuzugängen erstmal verkaufen sie den Bastos, den geben sie ab und holen, wie heißt der? Thomas Clemens oder so. Von Köln. Clemens, Alter. Er ist, keine Ahnung, 23 Jahre alt, auf jeden Fall total jung. Kommt von der zweiten Liga von Köln und hat einfach in Köln, wenn ich gesagt hätte, der hat 15 Tore gemacht, ne? Weißt du, wie viel? Der hat 5 Tore gemacht, 3 Vorlagen. Und holen ihn für Bastos. Bastos ist für mich, der hat den besten linken Schuss, den ich jemals gesehen habe in meinem Leben. Ohne Scheiß. Mit Ronaldo und Bale. Finde ich, der Bastos, der ist so unfassbar gut und geben den besten Mann ab. Das verstehe ich nicht, ohne Scheiß. Ja, mit Funchler sollten wir aber. Ja, okay. Für Schalke. Da geben die den ab, das ist unfassbar. Dann holen die Santana. Einer, der in Dortmund Backup, der... Als hätte er immer durchgespielt. Was machen sie mit dem? Der Martip ist besser. Am ersten Spieltag, Martip verursacht 3 Gegentore. Schalke ist die so dumm, das ist unfassbar. Dann holen sie Roman Neustädter von Gladbach, der letzte Saison den besten Zweikampfwert in Schalke hatte. Was machen sie mit dem? Setzen den auf die Bank, die ersten beiden Spiele. Ist das immer, sind die behindert? Also Schalke, von mir aus rausfliegen, sollen die Saison als 18. absteigen, 0 Punkte, okay, haben schon einen, also sollen sie mit einem Punkt absteigen, mir egal. Also das geht absolut gar nicht, so dumm und dann von Bayern angreifen, ja, klar. Vielleicht in Sachen gelben Karten oder so. Mit Jones haben sie natürlich einen guten Aspiranten. Mhm. Dann kriegt auch noch eine gelbe Karte. Ja, was? Der Lewandowski wird jetzt mal welche umhauen, pass auf, ey. Ja, kann mir auch gut vorstellen. Also das von Draxler, also naja, nun gut. Obwohl Wolfsburg könnte ich jetzt, also so gut wie die gespielt haben, könnte ich sogar vielleicht sogar Europa League zutrauen, beziehungsweise international. Ja. Vor allen Dingen, Schalke will mithalten mit Dortmund und Bayern und verlieren 4-0 in Wolfsburg.
Ja, alles klar. Jetzt, ich wollte eigentlich hochpassen, aber okay. Also einen hohen Pass machen. Da war fast die Weite gestellt. Aubameyang hast du nicht gesehen. Ja, damit so. Weil Aubameyang, als er, kann man, ich glaube, da war in der ersten Halbzeit, hatte irgendwie, keine Ahnung, Lewandowski den Ball oder so, und dann musste er, der Aubameyang ist dann in den freien Raum gerannt. Der ist gerannt, das war der Wahnsinn. Ja. Das ist rot, Schiedsrichter. Ist auch. Er gibt einfach gar nichts. Ist doch kein Foul. Boah, hier kommt der hässliche Boateng da noch ran. Da war der Alaba, du Affe. Ja? Ja. Ja, ich hab gedacht, schwarz. Schiedsrichter! Ich hab gefoult? Okay. Dann Mainz, Freiburg-Mainz. Ja, Mainz, Junge. Mainz, was heißt überrascht mich? Die sind am Anfang der Saison einfach immer da. Die haben einfach so eine Spielfreude. Ja. Das ist unfassbar. Ey, der von Freiburg. Was macht der da? Ja, wenn du bei Bayern spielen willst, dann setz dich auf die Bank. Aber ich mag nicht so. Bei Freiburg ist das so, da hätte ich eher gedacht, da war da klar, die haben eine ganz neue Mannschaft, bis die funktionieren wird, das wird dauern. Das heißt, eigentlich hat mich das nicht überrascht, so da 2-1. Mainz, gut gespielt. Nikolai Müller ist für mich ein Dortmund für nach Dortmund. Ist für mich ein Kandidat für Dortmund, ohne Scheiß. Der wird da, glaube ich, voll reinpassen als Stürmer. Mm. Und das letzte Spiel, morgen Abend grillen in Hamburg. Hamburg gegen Hoffenheim, ja. Alle eingeladen. Hamburg Abend grillen. Westermann schmeißt die Party. Ey, der Westermann, der ist so ein schlechter Innenverteidiger. Das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Ja, und Hoffenheim war eigentlich klar, dass sie nicht absteigen. Weil dass sie da 5-1 gewinnen, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber die werden gut werden die Saison. Der Firmino ist schon... Der ist echt schon gut, der ist schon... Ja, hallo und herzlich willkommen zurück. Da hat sich wohl, gerade mein FIFA verabschiedet. Und ja, das war eigentlich auch schon die Spieltag-Analyse. Ihr könnt ja mal bitte drunter schreiben, wie ihr sie gefunden habt und ob wir das öfter machen sollen, beziehungsweise nach jedem Spieltag machen sollen. Immer so eine Spieltag-Analyse, jedes Spiel durchgehen und, ein bisschen zu analysieren, wie die Mannschaften sich entwickelt haben oder auch nicht. Und ja, ich bedanke mich bei dir, Lars, dass du immer gerne, dabei gewesen warst. Hast leider verloren 3-1, ne? Ja, ist FIFA, ne? Ja, FIFA. Ist ja FIFA schuld, ne? Ja, eben. Ich wünsche euch heute noch viel Spaß. Bis dahin und guten Start in die Woche. Tschüss! Tschüss!